Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Leo und Lea bauen eine Sandburg. Fertig! Wow, wie schön! Auf dem Fluss fährt ein Boot. Der rote Roboter steuert es. Und die anderen beiden Roboter versuchen es einzuholen. Oh. Wer ist am schnellsten? Vorsicht! Kaboom! Der blaue Roboter ist auf eine Sandburg gefallen. Hast du dir wehgetan? Mit dem Roboter ist alles okay. Aber die Sandburg ist kaputt. Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme. Scoop ist sauer. Bleib stehen. Hey! Beruhige dich, Scoop. Lass die Roboter in Ruhe. Scoop, das bringt doch nichts. Fangen wir nochmal an. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt eine neue Sandburg bauen und alle helfen mit. An die Arbeit! Scoop holt Sand. Lifty hat eine Flagge für den Turm gefunden. Hey, Roboter, helft auch mit! Je. Eine Welle hat die Brücke weggeschwemmt. Das bringt alles nichts. Das Wasser wird die Sandburg kaputt machen. Lifty, das ist eine Sandburg. Früher oder später stürzt sie ein. Wir überlegen uns etwas. Ich kann ja ein Bild davon malen. Dann können wir sie uns immer wieder ansehen. Lea, warte. Lass uns ein Foto von der Sandburg machen. Oh ja, ha, und eins von mir. Leo, dafür braucht ihr einen Fotoapparat. Was hast du denn alles mitgebracht? Ein Gehäuse. Eine grüne Zoom-Taste. Eine Linse. Ein Bildschirm. Darauf kann man die Fotos sehen. Ein Gurt. Ein Blitzlicht, damit man auch nachts Fotos machen kann. Ein blauer Drehknopf für den Timer. Und am wichtigsten ein roter Knopf. Damit schießt man die Fotos. Zwei Gummigriffe, damit man den Fotoapparat besser halten kann. Eine Batterie. Der Fotoapparat ist fertig. Ich zuerst. Scoop ist unser Fotograf. Lächelt und sagt Tschüss. Die Autos waren noch nicht so weit. Versuchen wir es nochmal. Stellt euch alle neben die Sandburg. Lifty, rutsch näher an die Sandburg. Seid ihr soweit? Irgendwas stört Scoop. Er ist nicht auf dem Foto. Ha. Versuchen wir was anderes. Es sind nicht alle auf dem Foto. Lass mich mal. Die Sandburg. Scoop, gib Lea den Fotoapparat. Sie möchte auch ein Foto machen. Jetzt ist Leo der Fotograf.
Jetzt Lifty. Jetzt ich. Und nun der rote Roboter. Das habt ihr gut gemacht. Aber wie können wir ein Foto machen, auf dem alle drauf sind? Da ist doch ein Timer. Stimmt. Ihr müsst den Fotoapparat auf ein Stativ stellen und den Timer einstellen. Dann könnt ihr ein Foto machen, auf dem alle zu sehen sind. Lifty, hast du ein Stativ? Leo, triff deine Wahl. Oh. Möchtest du den Fotoapparat an die Angelschnur hängen? Wie wär's mit einem Hockeyschläger? Nein. Der Fotoapparat gehört auf ein Stativ. So, man kann auch ganz einfach den Winkel einstellen. Gehen wir und schießen ein paar Fotos. Leo, schau auf den Bildschirm und sag jedem, wo er stehen soll. Roboter nach rechts. Nicht alle gleichzeitig. Oh je. Hopp. Nach links. Stopp. Scoop, setz dich. Was? Setz dich. Leo, komm hierher. Der Timer ist eingestellt. 5, 4, 3, 2, 1. Ein tolles Foto. Und nochmal. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Was sucht sie denn? Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Auf dem Schrottplatz kann man allerhand Dinge finden. Oh, was für ein Durcheinander. Hallo, Lea. Komm, wir gehen spielen. Hallo, ich kann nicht. Ich muss hier aufräumen. Lasst uns gemeinsam aufräumen. Und dann gehen wir spielen. Die Autos machen sich ans Werk. Sie müssen alles an ihren Platz bringen. Lifty? Scheinwerfer! Leo möchte, dass Lifty nur die Scheinwerfer einsammelt. Mm. Scoop, die Reifen kommen hierhin. Roboter, sortiert die Zahnräder. Bringt alles hinters Haus. Warum kommandierst du uns herum? Was? Das ist nicht wahr. Ich organisiere hier alles. Lea nimmt die Zahnräder selbst mit. Die kommen hierhin. Scoop kümmert sich um die großen Teile. Und Lifty sammelt die Glühbirnen ein. Die Roboter haben mal wieder nur Unsinn im Kopf. Oh, der lilafarbene Roboter hat eine Hupe gefunden. Und Lifty? Ein Rad. Komisch. Ich glaube, das ist von einem Fahrrad. Schaut mal, was ich gefunden habe. Die Autos haben viele interessante Dinge gefunden.
was soll das alles sein? Lasst uns die Teile zusammenbauen. Dann werden wir sehen, was das ist. Gute Idee, Leo. Nehmen wir die Teile mit zum Haus. Wir montieren die Teile am lila Fahrgestell. Der Motor. Die Karosserie. Die Sitze. Die Räder. Zwei Räder kommen auf diese Seite und zwei auf die andere. Die Türen. Die Windschutzscheibe. Die Motorhaube. Der Kühlergrill. Die Kotflügel. Scheinwerfer und Rückleuchten. Der Kofferraumdeckel. Die hintere Stoßstange und die vordere Stoßstange. Das Lenkrad, die Hupe und der Spiegel. Sie haben einen Oldtimer gebaut. Früher hat man solche Autos gefahren. Das ist aber schon lange her. 100 Jahre. Oh, Leo hat vergessen, das Ersatzrad zu montieren. Das passt nicht in den Kofferraum. Das Ersatzrad muss an der Seite befestigt werden. Oh, wie schön! Die Roboter wollen eine Runde drehen. Und los geht's! Der Oldtimer fährt ganz schön schnell. Und Leo fährt hinterher. Trete auf die Bremse. Was ist denn los? Die Roboter sind ins Schwitzen gekommen. Heute ist ein heißer Tag. Wo ist denn das Dach? Ein Schirm? Nein, das ist doch kein richtiges Dach. Aus einem Schirm kann man doch kein Autodach machen. Was ist damit? Nein. Und das? Das passt auch nicht. Ja! Wir montieren es am Auto und klappen es auf. Schaut mal, die Roboter haben auf dem Schrottplatz alte Hüte gefunden. Ihr könnt wieder einsteigen. Tut tut! Und los geht's! Gut gemacht, Freunde. Aufzuräumen war eine gute Idee. Ich würde sagen, genug für heute. Dankeschön! Gehen wir spielen! Fangt mich! Die Roboter wollen mit offenem Dach fahren. Oh, der Hut ist weggeflogen. Oh! Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist der Flughafen. Das rote Flugzeug ist bereit für den Abflug. Es fährt zur Startbahn. Rotes Flugzeug, Starterlaubnis erteilt. Es beschleunigt und hebt ab. Leo mag es, Flugzeuge zu beobachten. Hallo, Leo! Oh,
Roboter spiele mit einem Windrad. Oh weia. Hallo, Lea. Hey, wollt ihr nicht auch mal fliegen? Also, ich finde, das hört sich gut an. Allen gefällt diese Idee. Und wo wollt ihr hinfliegen? Wie wär's mit einer Insel, wo es Muscheln gibt? Die glänzen so schön. Alle rennen zum Flugzeug. Da können wir nicht hinfliegen. Warum denn nicht? Auf der Insel gibt's keine Start- und Landebahn. Das Flugzeug kann also nicht landen. Dann bauen wir eben ein Wasserflugzeug. Oh yeah! Ein Wasserflugzeug braucht keine Landebahn. Es kann direkt auf dem Wasser landen. Die Roboter wollen auch zur Insel fliegen. Schau mal, sie bringen Teile des Wasserflugzeugs, um den Autos zu helfen. Leo lädt die Teile ab. Lea hat auch Teile gebracht. Die Roboter bringen die Turbinen. So viele Teile. Womit fangen wir an? Das ist die Schalttafel. Steuerknüppel. Sitze für die Piloten. Der obere Teil des Rumpfs. Windschutzscheibe des Cockpits. Flügel. Höhenruder und zwei Turbinen. Und die Schwimmer, damit das Flugzeug nicht untergeht. Klappen. Alle Teile sind an ihrem Platz. Kann es ohne Wasser abheben? Na klar! Das ist das Fahrwerk. Die Räder des Flugzeugs. Und wer ist der Pilot? Am besten, wir zählen es aus. Der rote Roboter ist der Pilot. Wir haben leider etwas vergessen. Was denn? Die Propeller fehlen. Was? Propeller! Stimmt! Oh! Oh, yeah! Wie ein Windrad! Leo und Lea wollen im Hangar die Propeller suchen. Wir brauchen zwei Propeller. Lea, wie wär's damit? Nein? Und was ist mit denen? Lea, die müssten passen. Prima. Leo nimmt den einen Propeller mit und Lea den anderen. Fang mich! Die Propeller sind an ihrem Platz. Zeit an Bord zu gehen. Die Propeller drehen sich. Die Klappen sind zu. Das Wasserflugzeug beschleunigt und hebt ab. In der Luft werden die Räder eingeklappt. Unsere Freunde fliegen zur Muschelinsel. Hurra! Da
Das Flugzeug ist auf dem Wasser gelandet. Oh, wie schön! Der lilafarbene Roboter möchte aus Sand einen Turm bauen. Lea kann in der Muschel das Meerrauschen hören. Leo hat aus Sand ein Flugzeug gemacht. Und Scoop und Lifty haben eine große Sandburg gebaut. Ein Wasserflugzeug zu bauen und auf die Muschelinsel zu fliegen, war eine gute Idee.